Mit einer großen Militärparade mitten in Donetsk feiert die selbsternannte Republik im Osten der Ukraine heute den ersten Jahrestag ihres Bestehens. Ja, ein Anlass, der umstritten ist, denn die Volksbefragung im Osten der Ukraine, die vor einem Jahr von den prorussischen Separatisten organisiert wurde, die wird ja international nicht anerkannt. Die Regierung in Kiew verurteilte das Referendum als verbrecherische Kampagne, konnte sie aber nicht verhindern. Genauso wenig wie die Feierlichkeiten heute. Katrin Eigendorf berichtet. Ein Staat, den es eigentlich nicht gibt, feiert sich und seine Gründung. Es ist eine Mischung aus Karneval und patriotischem Festzug, eine Jubelveranstaltung, in der jeder seinen Platz hat. Die Bergleute, die Bauern, die Biker. Bei uns ist heute Tag der Republik. Das ist sehr wichtig für uns. Das ist unsere freie Wahl. Es ist unsere Entscheidung gewesen, die wir vor einem Jahr getroffen haben. Davon bringt uns niemand ab. Auf der Festbühne die politische Führung der selbsternannten Republik. Chef Alexander Sachartschenko, der Verteidigungsminister, der Parlamentschef. Es soll erinnert werden an den 11. Mai vor einem Jahr, als man mit einem Referendum die Unabhängigkeit besiegeln wollte. Heute feiern sie das als Tag der Republik. Spezialeinheiten sichern die Straße, mit Anschlägen rechnen sie, denn 40 Kilometer von hier entfernt herrscht Krieg. Hier organisierter Jubel. Wir gratulieren allen Einwohnern von Donetsk zum Tag des Referendums, dem ganzen Donbass. Was ist Neurussland? Das ist unser Land. Symbolisch suchen sie die Verbrüderung mit Russland. Die gemeinsame Vergangenheit hatten sie bereits am 9. Mai gefeiert. Das schwarz-orangene Georgsband als Zeichen der Verbundenheit mit Moskau. Eine Gruppe Deutscher ist in die Ostukraine gekommen. Sie wollen den neuen Staat mit Hilfsgütern unterstützen. Wenn der Donbass im Moment von aller Welt etwa geschnitten wird oder, naja, nicht gerade zum Vorteil behandelt wird, obwohl hier genauso Menschen, ganz normale Menschen leben, dann muss man schon davon ausgehen, man muss auch solidarisch mit den Menschen da sein, die hier leiden. Mit Kiew wollen sie hier nichts mehr zu tun haben. Ist Poroschenko noch ihr Präsident, wollen wir wissen. Diese ukrainische Armee ist gekommen, um mich zu töten. Und sie reden von Poroschenko. Was fällt Ihnen ein? Wir erkennen die nicht an. Für uns existieren die gar nicht. Das Einzige, was wir wollen, ist, dass sie unser Land verlassen. Es sind unversöhnliche Töne, die nicht darauf deuten, dass bald Frieden herrschen wird im Osten der Ukraine. Das war ein schönes Stück.